hier ist wieder Lost Places. Und wir sind an einem verwunschenen Ort, diese komische Fabrik hier. Ich weiß ja nicht, was hier passiert ist, aber hier sind sehr mysteriöse Dinge am Laufen. Clarissa ist hier auch bei mir. Ich wünsche euch erstmal schönes, frohes neues Jahr. Yeah! Eskalation! Party! Und damit das neue Jahr jetzt erstmal richtig anfängt, haben wir diese gruselige Fabrik gefunden. Oh, Hilfe, wo bin ich hier gelandet? Holt mich hier raus. Was ist denn hier? Guck mal. Schießübungen wurden hier gemacht. Oh nein. Das wird hier bloß geübt. Einschusslöcher. Es gab einfach keine Rückmeldungen, aber wir hatten noch einen weiteren Ort auf unserer Liste und sind diesen angefahren. Hier ist wieder Lost Places. Wir haben uns an einen neuen Ort eingefunden und hier sieht schon sehr grausam aus nach Brand. Irgendwas ist da bestimmt mal abgebrannt. Kannst du dich vielleicht nochmal diesen Gerät nähern? Und das nochmal. What? Auf Ansage. Ach, so schön, die Gerätenfälle des Todes gerade. Kannst du uns sagen, was hier passiert ist? Feuer? Der hat irgendwann mit Feuer gesagt. Ist hier ein Feuer ausgebrochen? Wurdest du hier ermordet? Ist gefährlich. Was hat eine Warnung für uns? Eine Warnung. Ist gefährlich. Oh, hier ist wieder Lost Places. Wir haben uns hier an einem neuen Ort eingefunden. Das Haus. Wir sollen, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt im Hintergrund, schlimme Dinge sollen sich hier zugetragen haben. Soll angeblich eine Satansfamilie gewohnt haben, die böse Sachen praktiziert haben. Und wir werden versuchen, ob wir rausfinden, ob da was Wahres dran ist. Was? Ob jemand was gesagt hat? Nein. Ich hab das Gefühl, dass wir so Scheiße gebaut haben in dem Haus. Negativ. Nicht schön. Satans und Beta oder so? Nicht gut. Negative Energie. Wieder. Ich gehe aber nicht in den Keller. In den ganzen Video siehst du, wie ich immer da hingucke und er sagt Keller. Das soll ein Zufall sein. Wir sind noch immer in diesem verfluchten Haus, aber wir müssen sofort hier verschwinden. Hier sind unheilige Dinge passiert. Oh, es war alles Priester im Keller, verlorene Seelen. Das Ziegenbad kam sogar einmal der Satan persönlich. Ja. Also dieser Ort hier, der muss unter Geheimverschluss bleiben. Der darf an keinen Urwächter rausgehen. Weil hier sind eindeutig schlimme Rituale durchgeführt worden. Die Sage berichtet von einem Kloster, wo die Mönche Gottloses getrieben haben. Nur der Abt soll ein frommer Mann gewesen sein. Einst ging der Abt aus, und wo er ganz für sich alleine war, wurde er sehr traurig. Er dachte, es ist wohl besser, schnell zurück zum Kloster zu gehen. Doch ein Sturm zog auf. Der gute Abt kämpfte sich durch den Sturm, doch kurz vor dem Kloster kam ein Erdbeben und verschluckte das gesamte Kloster. Der Mönch fiel in Ohnmacht, denn er hörte nur das Schreien und Rufen seiner Mönche um Hilfe. Noch heute soll man in stillen Nächten ab und zu Töne wie fernes Glockenläuten hören.
In der heutigen Folge wurden wir aufmerksam gemacht über eine alte Ruine in einem Wald in der Nähe. Dort soll es nachts sehr komisch umgehen. Der Spuk soll nicht lange auf sich warten lassen. So haben wir uns natürlich auf den Weg gemacht, den Ort zu finden, um dort unsere Geräte aufzubauen. Und dann auf einmal fing es an, die wohl extremste EVP, die je ein Ghost Hunter Team aufgenommen hat. Sagen. Clarissa. Das gruselt sich. Was ist mit Clarissa? Clarissa ist hier, ja. Ich bin da, ich hör zu. Geister, zeigt euch in diesem Loch. Nichts zu sehen. Man sieht da noch so kleine Äste und so, Hervorhebungen. Achtung, ihr hört jetzt die EVP des Jahres. Und zwar haben wir ja schon die Sage um das Kloster erzählt. Und jetzt setzt euch besser hin. Haltet euch gut fest. Wir haben die Glocken des Geisterklosters als EVP in unserer Aufnahme. Als Geistersucher ist man ja immer bemüht, so Aufnahmen in guter Qualität zu erhalten. Und das ist jetzt wirklich eine glasklare Aufnahme. Das ist ein absolutes Highlight als Geisterforscher, solche Aufnahmen zu erhalten. Aber schaut, oder besser gesagt, hört besser selber rein. Oh, es gehen auch die Glocken. Von dem verlorenen Kloster. Oh, wo ist denn mein Stift? Hier geht der Stift. Wer ist denn da gerade bei uns? Ewigkeit. Was ist mit der Ewigkeit? Was genau meinst du damit? Ist das gruselig mit den Glocken? Da ist ein verlassenes Kloster, aber wer ist denn da jetzt? Kommst du vielleicht von dem Kloster? Ein Priester vielleicht? Was kannst du uns erzählen? Wir sind gerne hier und wir tutschen. Der Krieg. Der Krieg, das passt schon ja, wieder. Ja, wir sind hier, das ist ja, das könnte auch ein Bunker sein. Hast du hier gekämpft? Start. Ich darf? Was darfst du? Bist du da alleine, wo du bist? Sind da noch andere mit dir? Wer ist denn die Frau? Die Magd. Es kommt der Alte. Die Macht. Achtung, gleich kommt eine weitere Mega-EVP, die garantiert nicht aus den Geräten gekommen ist. Ein Pfeifen kam plötzlich aus dem dunklen Wald. Leute, haltet euch besser fest. Das wird voll unheimlich hier. In der letzten Folge haben Clarissa, Mike und eine Begleitperson ein verlassenes Haus am Ende der Stadt besucht. Alle Beteiligten hatten bereits anfangs ein ungutes Gefühl. Und das, obwohl das Haus von außen einen recht harmlosen Eindruck machte.
Die Untersuchung im Haus wurde plötzlich gestoppt, da die Person, die HLP begleitete und bezeugen kann, dass auch alles mit rechten Dingen vor sich ging, plötzlich das Wort Stopp vernahm. Aber keiner der anwesenden Personen es gesagt hat. Zudem fühlten sich alle drei ständig im Haus beobachtet. Bist du nämlich auch schon ganz daran, ne, Herr? Was ist denn noch? Ja, keine Ahnung. Als wird von da jemand kommen. Okay, ich war mir sicher, jetzt hat jemand gerade von dem Stopp gesagt. Auf einmal schien es, als würde die Sitzung von einer negativen Energie kontrolliert, mit Aussagen wie Blut, Seelen im Keller, Priester und ermordet. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass wir in den Keller gehen sollten. Aber war es vielleicht eine Falle? Wer oder was war diese negative Energie, die plötzlich gekommen ist und alles beobachtete? Und was befindet sich im Keller? Da die letzte Untersuchung wirklich alles von Clarissa und Mike abverlangt hat, wurde diesmal das ganze Team zur Verstärkung gerufen. Dazu wurde eine neue Portal-App von Huff Paranormal eingesetzt, um vielleicht neue Hinweise zu liefern. Keiner weiß, was uns heute erwarten wird. Daher ist die Spannung der Ermittler entsprechend hoch. Die STD-2. Und wir kennen uns nicht aus. Das ist eine komplett neue App. Und ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist, dass da auch dauernd irgendwie so komische Geräusche. Also, ich finde, das hört sich jetzt nicht an wie eine. Letzten Mal kam hier mit Keller sind die Seelen und Ziegenbad und. Priester. Genau, einen Priester sollen wir holen. Wozu? Ja, das klang gerade wie wozu, ne? Wozu? Mich, habe ich verstanden. Sagt, wir wollen Priester. Wir wollen Priester. Ja, voll das Lachen jetzt, ey. Ich krieg. Ja, ohne Mist. Ist da eine böse Präsenz hier? Wurde getötet, ja. Geht wieder los, wie letzte Mal. Selbe wie letzte Mal, ne? Unten im Keller und am Wallet und so. Immer. Ich immer wieder ausstehen, ja. Auf dem Kanzler. Wurdest du hier getötet? Nee, ich kann nicht sagen. Nochmal eben so zur Info, weil die Manu hat nämlich eben auch gesagt, wenn ihr aus dem letzten Video, hat Clary immer Probleme mit diesem Flur gehabt. Und Manu hat jetzt genau dasselbe. Also ich fühle und sie kennt das Video noch nicht von. Also nee, ich fühle mich auch sehr unwohl hier zu stehen und ich habe halt immer das Gefühl, unten an der Kante, unten an der Ecke quasi zum. Ist denn da der Keller? Unschuldig. So, ich werde jetzt einmal kurz euch einen kleinen Einblick in den Keller geben und euch das Ausrufezeichen, was ich gerade gesehen habe, zeigen. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit hin. Also, auf geht's. So, hier sind die Treppen zum Keller. Die müssen wir jetzt erstmal. Die sind natürlich ein bisschen schwierig. Zack. So, wenn man in einer Hand eine Lampe und in der anderen Hand die Kamera hält, ist das ein bisschen tricky. So, jetzt sind wir im Keller. Und hier an der Wand ist das Ausrufezeichen. Sieht aus wie eine Warnung. Also dieses Dreieck, dann ein Ausrufezeichen und dann halt der Pfeil nach links. Da an der Wand sind auch noch zwei X'e zu sehen. Okay, also hier ist ein X, da geht's auch noch weiter, ja, so, wir gucken einmal ganz kurz in die Räume rein, eigentlich sollen wir das ja nicht, aber, okay, hier ist, ja, der Anschluss weiß ich nicht, zum Abwasser oder sowas, dann hier wird jetzt mal gebrannt. Ja. Okay. Hier ist allerdings nichts. Da ist, glaube ich, die Tür. Was war das? Okay.
Ich denke, an der Stelle breche ich ab. Ich habe gerade einen Poltern gehört. Ich gehe wieder nach oben. Dieses verlassene Haus mit dem wunderschönen Ausblick hat uns als Lost Placer direkt in seinen Bann gezogen. Besonders der schöne Balkon mit dem tollen Ausblick macht es Freude, hier zu verweilen und die Schönheit am Verfall zu genießen. Es würde sich lohnen, das Haus in einem guten Zustand zu halten. Was ist hier nur passiert, dass es so heruntergekommen ist? Das wollen wir herausfinden. Und darum haben wir unsere Geräte aufgebaut, um an die Türe der anderen Seite zu klopfen, um vielleicht eine Antwort auf unsere Fragen zu erhalten. Hier ist wieder Horror Lost Places. Wir sind an einem neuen gespenstischen Ort. Was wird uns hier erwarten? Hier hängt schon der Strom aus der Leitung. Clarissa ist auch bei mir. Oder ist noch irgendjemand bei dir? Ja, ihr seid da, es freut uns. Ich habe auch hier ein Gerät, einen schwarzen Kasten. Das nennt sich das K2 Meter. Ist eigentlich egal, ich sag einfach mal schwarzen Kasten. Da schalte ich jetzt ein, ihr braucht keine Angst haben davor. Ja, Lampen, du hast recht. Da gehen Lampen an, wenn du dich diesem Gerät näherst. Gehen Lampen an auf dem Gerät. Und es wäre schön, wenn du mir jetzt die Hand reichen würdest, damit diese Lampe einmal ausschlägt. Damit unsere Zuschauer sehen können, dass du hier bist. Oder beziehungsweise wir sehen können, dass du hier bist. Wir würden uns sehr darüber freuen. Kannst du einmal dieses Gerät berühren? Sind denn Kinder hier? Bei uns? Da ging jetzt an. Sorry, da, K2. So, hier ist Mike. Ich bewege mich jetzt mal in dem Haus, ein bisschen von Clary weg. Und frage mal, so ist eine Präsenz hier? In diesen Räumlichkeiten? Ich habe ein Gerät in meiner Hand, das nimmt Stimmen auf. Wenn du hier bist und mir gerne etwas mitteilen willst, kannst du gerne auf dieses Gerät sprechen. Das können wir später auswerten. Und dann kann ich das abhören. Vielleicht mal in diesem Zimmer hier. Ist jemand hier in diesem Zimmer? Ich lasse das Gerät einfach mal laufen. Warum sieht das Haus jetzt so aus? Hast du hier gerne gelebt in diesem Haus? Hier ist eine wunderbare Aussicht von dem Balkon. Vielleicht für einen Seefahrer eine sehr schöne Aussicht, weil hier sieht man Schiffe vorbeifahren. Warst du vielleicht ein Seemann? Wie lange hast du in diesem Haus gewohnt? Möchtest du mir noch was sagen?
So, ich habe mal ein paar Minuten aufgenommen. Vielleicht kläre ich mal zum Auswerten. Bin sehr gespannt mit dem neuen Gerät. Ob wir da was drauf? So idyllisch das ländliche Leben auch ist, verbergen sich auf dem Land manchmal die tiefsten und ältesten Geheimnisse. Da wir mit dem Dämonenhaus nicht weiterkommen, sind wir aufmerksam gemacht worden, den Teufelstein in Schermbeck zu besuchen, um Antworten auf unsere Fragen zu bekommen. Die Sage des Teufelsteins lautet, dass bei der Einweihung des Klosters in Marienthal der Teufel so zornig wurde, dass er versucht habe, es zu zerstören. Er ergriff einen mächtigen Felsbrocken und warf diesen Richtung des Klosters. Doch aus dem Wasser der Lippe und der Issel brauten die Nixen einen Herbstnebel über den Dämmerwald und der Stein landete in Schermbeck. Die Krallen des Teufels sind noch heute sichtbar auf dem Stein. Woher der Stein nun kommt, ist nicht klar. Es gibt in der Nähe keine Berge. Noch vorkommt dieser Art von Stein. Ein Mysterium, das genau richtig ist für Horror Lost Places. Aber seht doch selbst. Es geht um diesen Stein. Er wird auch der Teufelsstein genannt. Und deswegen sind wir hier hingekommen. Das sieht auch schon wirklich... Das sieht wirklich so aus, als würde er nicht hier hinpassen, mal ganz ehrlich. Ja genau, da haben wir nämlich Kontakt. Okay, mal erzähl weiter. Und ja, wir wollten halt fragen, mit diesem Objekt, ob das irgendwas mit einem Dämonen zu tun hat. Bist du ein kleines Mädchen? Ja. Bist du hier an diesen Stein gebunden? Sehr leise. Ich hoffe, ihr hört das. Was kannst du uns hier sagen zu diesem Ort? Was? Was ist das? Ich bewege mich nicht. Guck drauf, guck am Monitor, Mann. Ich bewege mich nicht jetzt. Da, eine Figur. Aber voll. Da unten. Oh, ganz viel. Da ist ganz viel Energie. Das ist doch die Stelle, wo wir die ganze Zeit standen. Wo ich gesagt habe, ich krieg so drin. Da scheint wie ganz viele Energie. Wie zwei, drei Dämonen oder wie viele Energie. Das Dämonenhaus lässt uns einfach keine Ruhe. Trotz Warnung am Teufelstein wollten die Zuschauer unbedingt eine weitere Untersuchung in dem verlassenen Haus am Ende einer Straße. Die erste Untersuchung brachte unheimliche und bizarre Antworten. Es wurde gewarnt vor dem Keller und nach einem Priester verlangt. Ein ungeklärter Mord, eine dunkle satanische Energie und immer wieder Hinweise auf den Keller. Eine zweite Untersuchung verlief auch nicht anders. Obwohl das Team in voller Besatzung vor Ort war, kam es wieder zu etwas Dunklem und dem Keller. Diesmal haben wir uns vorbereitet mit neuen Geräten und haben den oberen Stock inspiziert. Allerdings gab es dort keine weiteren Hinweise, nur zerbrochene Fenster und ein fast intaktes Bad. Wenn etwas Dunkles in dem Haus ist, dann befindet es sich im Keller. Und das finden wir nun heraus. So Leute, wir haben hier was zusammengebaut. Guckt euch das an. Krasser Shit. Mit Kamera. Funkgeräten. EVPs seid auch dran? Nicht mehr. Muss noch dran? Auch mal dran. Das HP Minimobil. Und da sehen wir live, was die Kamera sieht. Das Ghostmobil. Mike muss für den Einsatz des neuen mobilen Geräts es erstmal zur Startposition in den Keller bringen. Wird es gelingen? Der Einsatz neuer Geräte bedeutet für das Team immer wieder neue stressige Situationen. Die Erwartungen sind natürlich besonders hoch. Wird es funktionieren? Werden die Erwartungen des Teams erfüllt und die gewünschten Ergebnisse bringen? Oh, ist aber schlechte Verbindung. Ja, geht.
Ja. Hallo, könnt ihr mich mal sehen, Roger? Ja. Alles klar, ich gehe weiter. Jetzt geht es ums Ganze. Hat sich die Arbeit gelohnt? Werden wir neue Ergebnisse bekommen oder wird das Ghostmobil den Erwartungen nicht gerecht werden? Noch nie nutzte das Team solch ein Gerät für eine paranormale Untersuchung. Auch der Ort ist nicht gerade optimal. Die Funkverbindung in dem engen und verwinkelten Keller stellt sich als problematisch heraus. Die Spannung steigt merklich bei allen Beteiligten an. Leute, seid ihr noch da? Wir sehen dich und hören dich sehr gut. Alles klar, Obacht, setze den Wagen in den Raum. Das Fahrzeug ist nun nach ersten Problemen in Position. Jetzt geht es um alles. Wird das EVP-Gerät etwas aufzeichnen? Was verbirgt sich im Keller? Das Team hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ja, sehr gut sogar. Klar, es ist ja ein komischer Geruch hier unten. Wie von Öl oder so. Benzin. Sehr extrem. Können wir den Wagen in den Raum fahren? Leider endet hier erstmal alles. Eine weitere verschlossene Tür. Damit hatte niemand gerechnet. Was auch immer sich hinter dieser Tür befindet, kann das Fahrzeug nicht herausfinden. Und somit wird es wohl erstmal ein weiteres Geheimnis bleiben. Ernst, wir werden jetzt in den Keller gehen und ich will hoffen, dass alles gut geht. Oh, was? Das ist Frau von der Regen. So, ich habe jetzt ein anderes Gerät genommen. Eventuell ist das für euch leichter, darüber zu kommunizieren mit uns. Da leuchtet eine rote Lampe. Wenn ihr da reinspricht, können wir euch eventuell dann darüber hören. Ich frage jetzt nochmal, was ist mit dem Keller? Ich will das jetzt wissen. Sind hier eventuell dunkle Rituale durchgeführt worden? Oder wurde ein Portal hier geöffnet? Ist dieses Haus eventuell ein Portal? Was geöffnet wurde, aber nicht verschlossen. Luft hier unten. Oh, Leute, ich glaube, mir geht es nicht gut. Ich kriege keine Luft mehr hier unten in den Raum. Ich weiß nicht, was hier ist. Dieses Mal haben wir ein neues Objekt gefunden, über das wir bisher sehr wenig Informationen hatten. Es hat uns allerdings gewundert, dass im Inneren jeder Raum für Kinder dekoriert war. Wir gehen deshalb davon aus, dass es sich um ein verlassenes Kinderheim handeln muss. Warum sieht der einstig warme und sichere Ort nun so verlassen aus? Was hat dazu geführt, dass sich keiner mehr darum kümmert und das Haus nun langsam dem Verfall überlassen wird? Wir haben einige spannende Rückmeldungen erhalten, doch dann ist plötzlich das passiert. Okay. Wow.
Fenster auf. Das habe ich jetzt nicht verstanden, hast du das verstanden? Bist du der Hausherr von diesem Haus? Ich habe noch eine Frage. Jedes Zimmer hier sieht irgendwie mit Wolken, Bäume, wie so Kinderzimmer aus. Kannst du mir dazu was sagen? Wir wollen uns nur mit dir unterhalten. Zeigen, dass es noch was anderes gibt nach dem Tod. Ohne böse Absicht. Brauchst du eventuell Hilfe? Was ist mit der? Was ist hier? Ist deine Präsenz noch hier mit uns? Die Afterlife-Box. Du kannst gerne die, von dieser Taschenlampe die Energie nehmen. Das Poltern habe ich jetzt auch gehört. Da. Die Lampe ist aus. Die Lampe ist aus. Oh Leute, ich bin nochmal in den Keller. An der Türe, die wir letztes Mal nicht aufgekriegt haben. Und oh Leute, da kommt. Da ist ganz schlechte Energie von dieser Türe am Ausgehen. Und das Schloss, das, die Tür, die geht auch gar nicht mehr auf. Der Griff ist total kaputt. Oh Leute, einfach schlechte Energie von hier unten. Was hinter dieser Türe ist, das wird wohl auch immer hinter dieser Türe bleiben müssen. Weil. Die kriegt man nicht mehr auf. Da müsste man echt schon das Werkzeug mitnehmen, um die Tür aufzubrechen. Und Leute, guck mal, dieses Pentagramm von den Satananbetern ist sogar hier. Also ich glaube nicht, dass da irgendetwas Gutes hinter dieser Türe sein wird. Also wir sollten hier besser abbrechen. Aber sofort, ich will besser mal nach oben gucken, was Clary macht. Ist das gleich eine Familie? Papa mit der Kind. Hat hier eine Familie gewohnt in diesem Haus? Gehörst du nicht in diese Welt? Hast du was Schlimmes getan? Thank you.
Was hast du Schlimmes auf dem Körper? Du bist ein Schatz. Unterhalten die sich wieder untereinander? Wer ist denn noch hier? Kommt rein. Kommt rein? Ja, wir sind ja drin. Wir sind ja drin. Warte vor. Ich hab nur Scheiße. Ich versuche gerade wirklich still zu halten. Gut, mein Finger ist ein bisschen am Zittern, aber das war nicht ich jetzt. Achtung! Wir haben diese Aufnahmen bereits vor Wochen vorgedreht und sind nicht während der Corona-Epidemie rausgegangen. Wir wollen kein schlechtes Vorbild sein. Und daher bitten wir euch, bleibt derzeit zu Hause. Beachtet die aktuellen Regeln und gebt anderen den Mut in dieser schlimmen Zeit. Wir haben vielleicht nicht immer nach euren Wünschen gehandelt und sind manchmal zu chaotisch. Aber uns geht nicht jeder am Arsch vorbei. Wir kümmern uns um unsere Fans und helfen, wo wir können. Wenn es euch schlecht geht oder ihr nur jemanden zum Reden braucht, die Community auf WhatsApp hilft super gern. Und wir sind stolz, ein Teil davon zu sein. Bitte bleibt alle gesund und zusammen werden wir auch das Schlimmste durchstehen. So, hier ist Horolos Prete. Ist eine Präsenz hier bei uns. Wir sind in Frieden und Respekt gekommen und würden gerne die Kommunikation mit der Anderswelt aufbauen. Grüßig oder so kann man schon. Ja, wir grüßen dich auch. Wir würden uns gerne mit dir unterhalten. Möchtest du uns denn gerne was erzählen? Schlimmes? Was ist denn Schlimmes? Wie viele seid ihr denn? Ich höre zwei Männer und eine Frau. Denn noch Maren? Oder mit wem reden wir jetzt? Ja. Das war jetzt eine passende Antwort. Ne? Die hat jetzt voll gepasst. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Diese Antwort, Maren. Würdigen. Ja, wir würdigen alle Soldaten. Wir sind auch in Frieden hier. Papa. Boah, ich kriege eine Pelle des Todes gerade. Bist du im Krieg gefallen? Jage sie. Jage sie. Bist du doch immer die Soldaten am Jagen? Und hast große Angst, weil du nach deinem Papa fragst? Nach deinem Zuhause? Oh Leute. Yvonne ist auch dabei und wir sind hier in Krefeld in einem
Hilfe? Wem sollen wir helfen? Was wollen wir dir geben? Wie ist denn dein Name? Wen sollen wir vergeben? Vielleicht den Vandalen, die hier waren? Nee, das ist nicht der Wind jetzt gewesen. Du kannst auch gerne eins von diesen Geräten hier berühren. Haben Sie getan. Haben Sie getan. Danke. Ich fahr, damit du was willst. Du kommst mal in die Mitte mit deinem Zeug. Da ist Heter. Oh, ist mir eigentlich Lacken, aber ich muss das auch hier weg. Der Kaiserberg hat schon in vor- und frühgeschichtlicher Zeit durch seine Lage, die eine gute Sicht in das Ruhrtal bietet, eine strategische Bedeutung besessen. Reste von Gräben und Wällen zeugen noch heute von einigen Befestigungsanlagen. Der gut erkennbare Abschnittswall mit Graben ist vermutlich in vorgeschichtlicher Zeit errichtet worden. 883 gab es in Duisburg auch Wikinger aus Dänemark, die den Rhein entlang kamen. So wurden 892 Überfälle mit zahlreichen Toten verzeichnet. Sie errichteten Befestigungen und verblieben den ganzen Winter bis zum Frühling in Duisburg. Im Frühling verbrannten sie dann ihre Lager und zogen weiter. Unter dieser Anlage am Kaiserberg soll sich sogar noch ein Zugang befinden, der unter den Kaiserberg führt, doch dieser wurde leider versiegelt. Dennoch ist dieses ein geschichtlicher Ort. Zeit für eine Geisteruntersuchung von Horror Lost Places. Hier ist wieder Horror Lost Places mit einer neuen Folge. Wir sind hier an einem wirklich historischen Platz, wo eine, ja, wie soll man sagen, Burganlage wäre übertrieben. Aber hier wurden halt schon Mauern und so weiter gemacht und das noch vor der Zeitrechnung. So alt sind die Gesteine hier schon, die beschlagen wurden, weil dieses halt ein strategisch guter Ort war. Und deswegen haben die wahrscheinlich schon vor der Zeitrechnung hier irgendwie Sachen verteidigt vor Räubern oder weiß ich nicht. Und ja, es ist halt wirklich krass, so ein Stück Zeitgeschichte, also noch vor Jesus, vor der Zeitrechnung, vor unserer Zeitrechnung, ist das schon entstanden hier, soweit wurde das zurückgeschätzt. Und diese Steine hier zu berühren, das ist echt krass einfach nur, weil es ist wirklich, wenn man denkt, wie lange das schon hier steht und welche Menschen das hier am Anfang gemacht haben, das ist Wahnsinn, einfach zeitgeschichtlicher Wahnsinn. Und deswegen haben wir gedacht, das ist genau der richtige Platz für Horror Lost Places, um hier an diesem Ort, wo wahrscheinlich viele tragische Dinge passiert sind, eine Gerüstuntersuchung zu machen. Also wenn wir Kontakt haben werden mit der Anderswelt, dann sicher hier. Weil dieser Ort strahlt schon
mystisches Magie. Ich kann es förmlich fühlen, wie es hier um mich ist. Und deswegen freue ich mich jetzt auch schon auf die Untersuchung. Deinen? Meinst du deinen Namen? Den kannst du uns ruhig sagen. Du brauchst keine Angst haben. Wir sind voller Respekt heute hier. Du brauchst absolut keine Angst vor uns haben. Du kannst dich gerne uns anvertrauen. Wir hören gerne zu. Wir haben absolut keine... Landschaft. Ja, hier wahrscheinlich die. Ah, hier ist wirklich eine schöne Landschaft. Schöner Ausblick. Es kommen wahrscheinlich auch viele Menschen her, diesen Ausblick zu bewundern. Warst du vielleicht auch jemand, der diese Landschaft bewundert hat? Vielleicht ein Maler? Hatten wir auch noch nie, ne? So schüchtern, also da kommt ja kaum Mann. Ja. Da ist auch schon wieder sehr. Sehr schüchtern. Ja. Ist diese Stimme noch hier mit uns? Oder ist noch eine andere Präsenz hier mit uns? Du musst keine Angst haben. Wir wissen, du bist schüchtern, du meldest dich kaum, aber du brauchst wirklich keine Angst haben, wir sind in Frieden gekommen. Schauer. Schauen wir mal. Was ist mit deiner Sprache? Unterlassen Sie. Das hat sich wieder einer gestört. Stören wir dich vielleicht? Wir machen hier nichts, wir sitzen nur friedlich und möchten nur gerne den Kontakt haben. Wir haben keine Interessen an Vandalismus oder irgendwas Aggressives. An Gedanken ist uns fern. Kannst du uns sagen, aus welchem Jahr du bist? Fangen wir vielleicht erstmal was Einfaches an. Kannst du... Na. Was? Ich hab das jetzt gesehen. Fangen wir etwas Einfaches an. Mein Name ist Mike. Ich bin Clarissa. Könntest du uns bitte deinen Namen sagen? Schriftfühl oder so, ne? Mindestens. 1884 ersteht Eduard Freiherr von Oppenheim 186 Morgenland in der Fühlinger Heide. Er baut das Gutshaus Fühlingen, eine Pferderennbahn und ein Gestüt. 1907, nachdem er festgestellt hat, dass das Gelände nur bedingt für Pferde geeignet ist, sieht sich Oppenheim zum Verkauf des Anwesens gezwungen. 15. Januar 1943. Unter den Nazis diente das Haus als Schlaflager für einige Zwangsarbeiter. Einen von ihm, den 19-jährigen Polen Edward M., wird nachgesagt, eine heimliche Liebschaft zur minderjährigen Tochter des Gutsbesitzers zu unterhalten. Auf Anweisung des erzürnten Vaters wird der unglückselige Mann von der Gestapo Köln verhaftet, die ihm am 15. Januar 1943 in einer alten Ziegelei unweit des Hauses erhängen. Aus dieser Zeit stammt auch die Geschichte, dass Eduards Geist über das Anwesen ihre auf der Suche nach seiner Geliebten 1962, der ehemalige Nazi-Richter Gerhard van K., nach dem Krieg als Amtsgerichtsrat tätig, lebt mit seiner Familie in dem Haus.
Er verkauft das Anwesen an die Stadt und handelt ein lebenslanges Wohnrecht aus. Über die Beweggründe scheiden sich die Geister. In der Silvesternacht von 1962 soll er sich im zweiten Stock des Hauses erhängt haben. Die Witwe Alice von K. lebt fortan alleine im Haus. 1967. Unter Federführung der Stadt Köln werden die Reithalle und seitliche Teile des Hofes abgerissen. Die letzten Bewohner verlassen den Seitenflügel. Türen und Fenster werden zugemauert. Es bricht eine Phase von 32 Jahren, in dem das Haus in weiten Teilen quasi sich selbst überlassen wird. 2000. Bis zu diesem Jahr soll im Hauptgebäude noch eine alte Dame gewohnt haben. Offenbar handelt es sich um die Alice von K. Sie stirbt im Jahr 2000 eines natürlichen Todes im Altenheim. Seither ist das Anwesen komplett verlassen. Nächtliche Besucher, Geisterjäger und Hobbyfotografen berichten übereinstimmend von einem beklemmenden Gefühl, das sich im Haus bemächtigt habe. Manche erzählen, im Keller und zweiten Stock habe es nach Verwesung gerochen. Wieder andere wollen auf ihren Fotos unerklärliche Anomalien festgestellt haben. 8. April 2007. In seiner Ostersonntag-Ausgabe berichtet der Kölner Express auf Seite 41, dass Jugendliche am Tag zuvor eine leblose Person im ersten Stock des Hauses gefunden haben soll. Der Notarzt kann nur noch den Tod des Mannes feststellen. Selbstmord, so die These der Polizei. Es geht das Gerücht um, der Mann aus Seeberg habe sich wie schon der Richter im zweiten Stock des Hauses erhängt, in der Nacht auf Karfreitag. 23. Juli 2007. Ein Nutzer namens Fearfactor erzählt in einem paranormalen Forum darüber, unerklärliche Lichterscheinungen auf Fotos nach dem Ausflug zur Kölner Geistervilla gehabt zu haben. Damit aber nicht genug. Es soll laute Stampfgeräusche auf einer Holztreppe gegeben haben, verbunden mit dem Gefühl, nicht alleine zu sein. Ein Kollege, ebenfalls auf dem Ausflug anwesend, soll einen lauten Knall im Treppenhaus gehört haben. Auch wir waren schon im Haus Fühligen und haben einige sehr komische Anomalien feststellen können. Ist hier ein Schnee aus der Nazizeit geschlagen worden? Kannst du uns darüber etwas sagen? Ein Schwarzarbeiter, der sich wirklich verliebt hat in die Tochter vom Hausherrn. Die dann dieser Bursche, der dann erschlagen werden sollte. Erschlagen sollen. Get away, schon. Nachdem ich gefragt habe. Hast du denn die Präsenz, die hier ist? Hast du irgendwas aus Nachfahren aus der Nazi-Zeit? Legst du noch immer wohl? Du kannst gerne mit uns reden. Schau mal, wir haben auch ein ganz neues Gerät. Wenn du dich hier aufhältst, kannst du hier mal rangehen an dieses Gerät. Das Komische, kurz vor der wichtigsten EVP, die wir aufgenommen haben,
ist eine App abgestürzt und das Diktiergerät hat auch nichts mehr aufgenommen. Es zeigt 30 Minuten Aufnahme an, spielt aber nur 14 Minuten 50 ab. Wir müssen nun auf den Ton der Kamera umschalten. Ich habe jetzt wirklich gefragt, kannst du mir gerne deinen Namen überfahren? Vielen Dank. Danke, Martin. Richtig, hier ist der Mann. Ja. Zeit für einen zweiten Besuch vom Haus Fühligen in Köln. Hier ist wieder Horror Lost Places. Wir sind wieder an einem sehr unheimlichen Ort, wo wir schon einmal waren. Im Spukhaus Fühligen. Hier hatten wir Kontakt schon mal mit dem Nazi-Richter. Bis jetzt ist das Radio noch still. Bis jetzt ist es noch still. Geister, seid ihr hier mit uns? Der Herr gibt uns ein Zeichen. Wir sollten uns erstmal vorstellen. Mein Name ist Clarissa. Ich bin der Mike. Und hier kommt die Horror Lost Places. Vielleicht ist da irgendjemand hier, der sich gerne mit uns unterhalten möchte. Aha. Was ist das? Was ist das? Kommt schon was? Wir haben ein neues Geistergerät heute extra angeschafft. Die SCD-2 von Steve Hoff Paranormal, dem bekannten paranormalen Wissenschaftler. Und die haben wir jetzt auch mal angeschlossen, um vielleicht neuen Kontakt über dieses Gerät zu bekommen. Ist eine Präsenz hier bei uns? Wie ist sein Name? Ein Kind. Bist du ein Kind? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie alt bist du? Du hörst dich recht jung an. Es wird zu leise. Warum bist du mit diesem Haus verbunden? Was hält dich noch fest hier? Everybody? Everybody kam noch. Aber wir können vieles auch zu Hause erst raushören. Oh, das andere Gerät springt auch gerade an. Austin, das war ein Name. Austin? Du hast doch gerade gefragt. Ja. Warte mal. Ist der Name Austin? Weil er ja auch Everybody gesagt hat, ne? Immer nur mal irgendwie sowas. Soll ja hier auch an dem... Land. Ist das dein Land, wo wir uns befinden? Befinden wir uns auf deinem Land? Willst du das sagen? Ist er schon wieder weg? Weg? Oh, das ging diesmal schnell. Also Austin, Namen hatten wir und Land. Wenn ihm das hier sehr gehört komisch hat. Alles. Sehr komisch heute. Switch noch mal eben auf das andere Gerät. Wir versuchen es noch mal über dieses Gerät. Ist eine Präsenz hier in diesem Haus?
Bin da. Bin da. Ja, das ist der. Das ist so ein Echo, ne? Ich will mein Echo was runterdrehen. In diesem Haus soll sich ein Nazi-Richter erhangen haben, der hier gewohnt hat. Und nach dem Krieg ist er hier untergetaucht, aber Leute in dem Dorf in der Nähe haben ihn erkannt, dass er zu den Nazis gehörte. Und daraufhin, wo er erkannt wurde, hat er sich erhangen in diesem Haus. Oh. Dunkle Stimme. Stimmt das? Was kannst du uns dazu sagen, zu dieser Sache? Es sind mehrere Stimmen durcheinander. Ich möchte gerne Kontakt zu dieser dunklen Stimme. Eine Frau, eine Mann. Ist das möglich? Wer ist diese dunkle Stimme? Wie ist dein Name? Sterben. Hast du jetzt auch gehört, ne? Hier. Hier wird keiner sterben. Hier ist vielleicht einer gestorben, ein Nazi-Richter. Dieses Haus ist auch als Geisterhaus bekannt. Kannst du uns dazu was sagen? Warum ist das ein Geisterhaus? Die wollten wir hier auch mal ausprobieren. Hier ist dieser Raum, den ich eben meinte, den Kinderspielzeug. Ich mal hier reinfilmen. Also auf der Kamera sehe ich jetzt nichts. Das ist Anomalie. Ja, an den Rohren. Was ist mit den Rohren? Aber ansonsten ist jetzt hier nichts groß. Vielleicht nochmal den Raum.
Hier ist auch ein Bild, ein heiliges Bild. Hier ist Horolos Plesis. Mein Name ist Mike. Ich bin Clarissa. Wir sind hier, um paranormale Sachen zu erforschen. Ist deine Präsenz hier mit uns? Das Ding, hm? Da ist das Gesicht des Teufels. Und da war eben auch was zu sehen. Ja, kam da. Gott kam da. Ja, dies ist ein Haus von Gott. Oder war ein Haus Gottes. Was ist hier passiert? Ist hier etwas Schlimmes passiert? Es ist überall Blut und tote Tiere ohne Köpfe und komisches, was auch Räucher wäre. Genau wegen diesen Hintergrundstimmen, die nicht ganz offensichtlich auf den Aufnahmen sind, genau wegen solchen Sachen machen wir das Ganze. Hier kommt jetzt eine Stimme im Hintergrund und haltet euch fest, was die sagt. Sagen, ob hier Rituale stattgefunden haben.
Wer ist denn jetzt hier? Nein. Ich. Wer bist du? Ich meine den mit dieser dunklen Stimme. Oliver? Oliver? Ist dein Name Oliver? Du hörst dich ziemlich jung an. Okay. Könnte bitte nur einer von euch reden, weil wenn ihr alle durcheinander redet, können wir nichts. Ist dein Name Oliver? Liege ich da richtig? Ich höre da überhaupt nichts raus. Was bist du mit dieser Kirche hier? Was stehst du in Verbindung? Ja, da reden noch zwei. Könnte bitte nur einer von euch. Okay. Mischt sich gerade wieder einer ein. Ich bin hier. Wer ist denn jetzt hier? Ja, du bist hier. Bist du gebunden an diesen Ort? Warum bist du gebunden an diesen Ort? Angegriffen! Ja, ich bin jetzt erschrocken. Was bisher geschah? Livestream vom 22.08.2020. Hier. Oh, und hier. Leute, ich bin hier und hier geht direkt die App los. Ohne Shit. Vorbeigelaufen? Ich hab da gerade so einen Schatten gesehen. Vielleicht ein Schattenwesen? Die gibt's auch. Schwarze Schattenwesen, die kommen auf Fotos vor gerne mal. Im Hintergrund zum Beispiel. Achtet jetzt mal bitte genau auf Clary, wie nervös sie sich umblickt. Können wir uns auf eine Antwort geben? Ist hier ein Schattenwesen? Liege ich da richtig? Schattenwesen ist nicht zu spaßen, ne? Uns geht's gar nicht gut gerade. Wir haben zwei Schattenwesen hier an den Fersen wahrscheinlich. Wenn du das Tor zu der anderen Seite öffnest, dann hast du es offen, dann kannst du jeden erreichen. Ist so. Hört jetzt mal genau hin. Wir hörten etwas wie einen Schrei. Boah, das war das. Boah, Leute. Da sieht mir jetzt aber echt zu crazy, wie heißt das? Ich meine, ich bin ja kein Schiss. Jetzt kommt gerade der Geist. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ja, ja Leute. Oh, 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 oh. Oh, was war das? Oh, oh. Ja, Leute. Oh, 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 oh. Oh. Oh, mein Rucksack hat sich jetzt von alleine bewegt. Der Rucksack bewegt sich. Oh, Leute. Livestream eine Woche später. Also ich hatte danach 3 Tage lang Fieber. Also wirklich hohes Fieber. Ohne Schnupfen oder so. Also ich hatte keine Erkältung. Es war nach diesem Angriff auf mich, durch diese Schattenwesen, sage ich jetzt mal. Aber wir haben 2 Schattenwesen erkannt im Wald, wo wir haben am Portaltag ein Portal geöffnet, eine Seance eingeleitet. Und Clary hat zuerst 2 Schattenwesen zwischen den Bäumen im Wald gesehen. Danach habe ich diese Wesen auch gesehen.
Und diese Wesen, ja, die wollten, wenn man Schattenwesen, also Schattenmenschen, kann man auch googeln, die nennen sich auch Schattenmenschen, die führen nie was Positives mit sich. Die haben, wenn dann immer, eine negative Aura, eine negative Sache, die die machen wollen. Also es kommt nichts Gutes von diesen. Und ich wurde ja berührt und nach hinten gezogen von diesen, von einem oder beiden von diesen Schattenwesen. Und Clarys Rucksack, also der lag neben mir. Ja. Und dieser Rucksack wurde weggedrückt. Und als wenn etwas auf mich zuging, also direkt auf mich zu. Rucksack weg und ich wurde so nach hinten gepackt. Und da habe ich ja so aufgeschrien im Stream. Da, wo mich was nach hinten gezogen hat. Ein Schattenwesen. Ja, und das ist ja nicht das Schlimme jetzt so daran. Das Schlimme ist, wo wir dann auf der Rückfahrt nach Hause waren, wurde mir auf einmal schwindelig. Und dann auf einmal fühlte mein Kopf zu Hause und sagt so, boah, du bist ja am Glühen. Ja, und da hatte ich halt Fieber. Und dann habe ich mich erstmal hingelegt und ausgeschwitzt. Und ich habe auch einen Schamanen von Sionas TV. Vielen Dank an diesen wundervollen Lichtmenschen, der eine Heilung bei mir eingeleitet hat. Präsenz. Mein Name ist Mike Präsenz. Wie ist dein Name? Zu spät für was? Das hätten wir doch pausieren sollen. Das ist so ein schlechtes Gefühl. Sollen wir lieber abbrechen? Mir gefallen die Antworten schon wieder nicht. Er ist mutig und so, weil du kannst auch du sein. Dass er mich meint, dass ich mutig bin, dass ich mich wieder traue, ja. Kontakt mit der Anderswelt zu machen. Das kam jetzt zweimal. Ja, das kann ja, zweimal schon auf mich zutreffen vielleicht. Willst du mich angreifen? Frage ich mal direkt. Willst du mir etwas Böses, Negatives? Strafe. Okay. Ich hab kein Wort mehr, echt nicht, ey. Ich weiß nicht, ich mag's auch nicht. Strafe für was? Was habe ich verbrochen? Also ich würde sagen... Ich mache dieses Symbol Kreis, Kreuz, Kreis, Kreuz zum Schutz. Mach aus, bleib von mir. Ich wünsche keinen Kontakt mit dir. Ich wünsche keinen Kontakt mit euch. Bleibt von mir, ihr bösen, negativen Seelen. Das ist... Vielleicht müssen wir ein schamanisches Reinungsritual machen. Würde ich auch mal sagen. Aber ein Krampf. Auch das noch. Ein Krampf. Es greift mich schon wieder an. Ich muss stark sein. Noch ein Mückenstich. Ich hab grad wie Stiche bei. Heiliges Kreuz mitnehmen. Chat, sendet mir bitte positive Energie. Ja, schick mal positive. In dem Bein hier. Liebe Freunde des Paranormalen, hier ist wieder Lost Places mit einer neuen Folge. Wir haben jetzt erstmal Pause gemacht, weil wir wurden ja angegriffen oder auf jeden Fall war irgendeine negative Energie, die uns irgendwie beeinflusst hat und immer irgendwo hinter uns war. Und wir waren ja total fertig. Und wir haben rausgefunden, weil Yvonne hatte nämlich auch zu Hause, hattest du auch Erlebnisse, auch negativ irgendwie, dass irgendwas an dir ist? Mehrere Sachen, ja. Und wir sind daher darauf gekommen, dass wenn wir das von hier, von dem Wehrmachtstützpunkt halt mitgenommen haben, weil hier war ja auch eine Frau, wir haben gerade nochmal darüber geredet, die muss hier auf diesem Berg gestanden haben. Und wir müssen halt hier uns reinigen und auch hier einen Pfand hinterlassen und auch sagen, dass die negative Energie, die an uns ist, bitte hier wieder zurückbleibt und uns nicht mehr folgt. So, und das ist unsere heutige Aufgabe und wir haben dazu ein paar Materialien besorgt. Und zwar haben wir hier, das ist ein
ein Pack mit lauter Utensilien, das ist alles handgemacht. Anleitung, Räucheranleitung. Hier ist ein ganzer Zettel, den werden wir gleich öffnen und dann werden wir zusammen durchlesen. Dann ist hier noch dabei eine Räucherschale. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt naturglasiert steht drauf, ob das jetzt irgendwie ein Naturprodukt ist, weiß ich nicht. Dann hier ist die Räuchermischung, die uns zugeschickt wurde. Die ist zur Reinigung, da ist auch weißer Salbei mit drin und viele andere Kräuter. Können ja mal. Hier, wollt ihr auch mal, das riecht so ein bisschen süßlich, aber erfrischend irgendwie. Aber ist jetzt nicht irgendwie so Pestilender-Geschmack oder Geruch oder so. Ist ja auch mal. Riechen. Dann dabei ist noch Räuchersand. Der wird halt benutzt, wenn ihr Räucherungen macht. Bitte seid da auch sehr vorsichtig und guckt erst nach Anleitungen. Schwarze Ritualkerzen aus Russland bestellt. Weil wir müssen die Präsenz ja erstmal hier hinholen. Müssen wir hier einen Pfand hinterlassen. Wir haben auch einen Spiegel dabei, wo wir dann die negativen Energien drauf binden. Der wird dann versiegelt mit den Kerzen und der wird dann hier vergraben. Und so wird man dann die negativen Sachen los. Turmalin, Salz und ein Kreuz und Engelsflügel habe ich mir diese Kette hier gemacht. Vielen Dank an die Zuschauerin, die das zugeschickt hat auch. Ich habe da noch ein bisschen verbessert, hier mit ein paar Extras, damit ich wirklich gut geschützt bin. Weil ich war ja auch jetzt das Ziel in den letzten Videos von dieser negativen Energie. Ja, und jetzt werden wir erstmal das Großvideo machen und gucken, ob wir erstmal Kontakt dazu bekommen. Die Präsenz, die mir immer Schaden zufügt und negative Energie gibt. Aha, Part 2. Bist du hier bei uns? Wow, okay. Bist du von hier gekommen? Haben wir dich von hier mitgenommen? Wir müssen jetzt alle diesen Spiegel hier berühren mit einem Finger. Kommt ihr da alle ran? Okay. Negative Energie. Wir binden dich an diesen Spiegel. Sag das bitte auch mal. Negative Energie. Wir binden dich an diesen Spiegel. So, jetzt müssen wir da Kerzenwachs. Wir dürfen aber nicht mehr reflektiert werden. Muss der Finger drauf bleiben? Kann weg. Ist ja nur, wenn jetzt ein Tropfen überall ist, ist ja nur, dass da keine Reflektion mehr stattfindet. So, wir nehmen jetzt einen Beutel, da tun wir das rein. Am besten so von oben. Damit sich da nicht so öffnet. Jetzt müssen wir alle dazu einen Pfand auch noch da reingeben. Habt ihr irgendwie einen Glückscent, Glücksmünze, Glücks. Also muss ja jetzt nichts Wertvolles sein, aber halt irgendwie in Verbindung mit euch stehen. So, wir haben diesen Sack, jetzt müssen wir noch jeder ein persönliches Glücksbringer, muss nichts Wertvolles sein. Clary hat einen Pin. Ich habe Engelsflügel der Kette und Yvonne hat noch einen Anhänger. So, jetzt wird das zugemacht und jetzt müssen wir das hier vergraben und das ist dann, dass das hier bleibt, was uns verfolgt. Das wird dann irgendwo hier vergraben, aber das zeigen wir jetzt nicht, weil das sonst kommt mal her, einer sucht das und gräbt das irgendwie aus. Wir werden das schon irgendwo Stickung machen, weil da soll keiner mehr reingucken in den Spiegel. So, jetzt bereiten wir noch die Säuberungsritual vor. Jetzt müssen wir erstmal Sand hier reingeben. Dann füllen wir das ja rein. So, jetzt haben wir das voll. Dann zündet die sich, glaube ich, so. Reinige ich mich.
Arme reinige ich. Weißen Wald, Salbei und weitere Kräuter. Meinen Körper reinige ich. Ich lasse mich von dieser Kräutermischung reinigen. Carrie, soll ich bei dir machen? Mal einen Arm. Reinige ich dich. Gib mal den anderen Arm. Hiermit reinige ich dich. Hört mal hier rein, guck mal mit deinem Körper. Nimm diesen Geruch mal auf. Und reinige ich dich. So mal bei dir eben auch. Jetzt mal einen Arm. Damit reinige ich dich. So. Anderen Arm. Damit reinige ich dich. Und ein bisschen am Körper, ja, genauso zu wedeln. Also es riecht. Kann man gar nicht sagen. Echt wie so ein Misch an Kräutern. Aber jetzt leicht, also stark belästigend nicht, ein bisschen leicht belästigend, ich weiß nicht welches da genau, aber auf jeden Fall frisch, irgendwie süßlich ein bisschen. Das kann man auch zu Hause machen, so kann man sich eine Hausreinigung machen mit diesen Kräutern und das ist dieses Set dafür, was man auch für Hausreinigung macht. Die lässt man dann in der ganzen Wohnung, muss man dann, es gibt auch so einen Schamanenfächer dafür. Oder man kann eine Feder nehmen, wenn man jetzt im Wald oder im Park Federn von Vögeln findet, dann kann man damit fächern und diesen Rauch in alle Ecken verteilen seines Hauses, besonders an Arbeitstischen, Schreibtischen, wo sich negative Energie stauen könnte, soll man besonders damit fächern. Ja, und so kann man sich dann reinigen. Und ich hoffe, das Ritual ist es. Soweit abgeschlossen und ich hoffe, dass diese negative Energie jetzt hier gebunden ist, sonst können wir gleich auch nochmal sagen, negative Energie, du musst an diesem Ort bleiben, du darfst uns nicht folgen. Negative Energie oder die Energie, die uns verfolgt und mit uns gekommen ist, du darfst nicht mit uns gehen. Du musst in deiner Welt bleiben, an diesem Ort, wo wir dich hier binden. Du darfst nicht in der Welt der Lebenden mit uns kommen. Ist das klar und deutlich gesagt? Wir wollen nicht, dass du mit uns kommst und nicht bei uns zu Hause in unserer Wohnung oder in unserem Leben bist. Wenn wir dich rufen, um mit dir zu sprechen, werden wir uns melden. Vorher möchten wir keinen Kontakt mit dir. Klar und deutlich gesagt, erst wenn wir den Kontakt wollen, dann darfst du dich melden. Vorher darfst du nicht mit uns kommen. Mitten im Wald liegt versteckt dieser Fliegerhangar, der im Zweiten Weltkrieg benutzt wurde. Orte der Vergangenheit sind immer mystisch und tragen viele Geheimnisse mit sich. Darum ist es der ideale Ort für uns Geisterforscher, unsere Ermittlungen zu starten. Seid dabei bei einer neuen Folge von Horror Lost Places. In diesem alten Wehrmachtsfliegerhorst. Und hätten gerne Kontakt zu einer Präsenz. Wenn jemand hier ist, du kannst gerne dieses Gerät benutzen, die Spiritbox, um mit uns zu kommunizieren. Oder das Ghost-Radio. Frag mich, welche Flugzeuge hier standen oder gewartet wurden oder gebaut wurden. Habe ich da jemanden gehört? Vielleicht, wenn es dich Kraft kosten sollte, kannst du gerne von unseren Akkus Energie nehmen. Nicht von uns, aber von unseren Geräten. Wenn du Energie brauchen solltest, um mit uns zu kommunizieren. Ich habe hier auch das K2 Meter in meiner Hand. Das kannst du gerne berühren, wenn du hier bist. Von innen? Von innen? Von außen?
Ja, hallo, mein Name ist Mike. Wie ist denn dein Name? Danke, dass du das Gerät zum Ausschlagen bringst. Was ist mit diesem Gelände? Hast du hier... zu viert. Ich muss schon mal zählen, aber wir sind ja nur drei. Wart ihr zu viert? Vielleicht in dem Bunker. Liebte sie. Vermisst du deine Frau? Wir sehen uns. Kannst du uns jetzt sehen? Kannst du uns sehen? Boah, ey. Wenn du uns sehen kannst, lass das K2 bitte einmal ausschlagen jetzt. Ein bisschen kräftiger. Okay, vielen Dank. Auf dem Hippos drauf. Ist dort Licht, wo du bist? Oh, K2 geht ab. Amen oder an oder was? Weg ist er. Weg ist er. Amen. Amen. Wow, das war schon echt krass. Anders. Ein Fluch. Ein Fluch. Ans Licht? Der hat einen Sprachfehler. Nee, ans Licht. Holländisch, wir sind ja auch an der Grenze. Gibt's ja. Hm? Ich weiß nicht, wie sich das nennt. Ist das schon Mistbühnen? Nicht. Es ist jemand anders. Zu isolieren. Zu isolieren? Okay, das ist wahrscheinlich jetzt gerade noch Flugmodus. Die Hand, ja. Hast du hier gearbeitet? Dürfte ich Sie nach Ihrem Namen fragen? Bremse mich. Prüfe mich. Prüfen. Wann wurde dieser Hangar hier gebaut? Kannst du uns das Jahr nennen? Befreie dich. Ist dort Licht, wo du bist? Siehst du dort Licht? Wenn dort Licht ist, wo du bist, gehe auf das Licht zu.
sollte nicht genommen werden. Sollte nicht genommen werden. Sollte nicht genommen werden. Sollte nicht genommen werden. Okay. Hast du noch eine Prüfung vor dir, dass du nicht in das Licht kommst? Dämon. 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 Ja. Ist noch der Soldat hier von eben. Der nicht ins Licht kommt. Bitte? Kann man bitte? Eine dunkle Stimme? Der war aber jetzt echt eine dunkle, ey. Ich bin hier. Komm da. Hast du nicht gehört? Ich hab auch vorhin Lucifer gehört, ne? Lucifer. Ist hier. Ist hier eine böse Präsenz. Ist das diese böse Präsenz mit der Prüfung? Ist das diese Präsenz, die den Soldaten festhält? Bist du dieser Dämon? Dämon, ich befehle dir, den Soldaten freizulassen. Dass er ins Licht gehen kann. Bei Gott ist die Wahrheit und das Licht und die Vergebung. Und der Dämon hat keinen Besitzanspruch auf diese Seele. Ehre. Lass den Soldaten frei. Burgen sind noch heute mächtige Bauwerke, die wir bewundern. Zugleich stille Zeitzeugen unserer Geschichte und Herkunft. Es ist faszinierend, die alten Mauern zu berühren und sich vorzustellen, wie damals hier gelebt, gearbeitet und gefeiert wurde. Die heutige Stille, dazu die lange Geschichte als Mittelpunkt der Menschen, macht es für uns Geisterjägern zu idealen Orten, um paranormale Ermittlungen zu betreiben. Vielleicht gibt uns heute ja ein Ritter aus vergangenen Tagen eine Rückmeldung zu den Leben und Sterben damals. Bleiben wir gespannt mit Horror Lost Places. Letztes Mal hatten wir hier Kontakt mit einem Kreuzritter und einer Magd. Aha. Liege ich da richtig? Was? Heroik? Heroisch? Heroisch? Oder Helden? Nee. Heldenhaft? Heldenhaft. Du warst eine heldenhafte Figur. Was? Ein heldenhafter Ritter vielleicht. Ja. Warst du ein Ritter? Ich segne dich. Das war jetzt aber klar und deutlich. Ich segne dich. Vielleicht ein Kreuzritter. Bist du ein Kreuzritter? Vielen Dank für deinen Segen.
Ist dieser Kreuzritter denn noch eventuell hier? Können wir noch Kontakt zu diesem, zu dieser Person haben? Oder jemand anders? Wütend. Du bist wütend. Hier in der Nähe ist auch eine Veranstaltung, hören wir, wo lautstark irgendwelche Menschen singen und tanzen. Mach dich. Links. Ist links. Ja. Machen dich diese Leute wütend, weil sie so laut sind. Fühlst du dich gestört? Aus welchem Jahr kommst du? Krankenschwester, das war auch letztes Mal, war es auch hier mit Kranken und so. Hatten wir auch irgendwas davon, ne? Und weg. Kurz nach dem Kreuzritter. Wütend, Krankenschwester. Links und Krankenschwester, okay. Ja. Kommst du aus 1836? Liege ich da richtig? War da ein Jahr? 1836 wurde diese Burganlage das erste Mal erwähnt. Du hast uns letztes Mal selig gesegnet. Dafür danken wir dir. Wir würden gerne unseren Segen erneuern bei dir. Ist das möglich? Gut. Würdest du uns die Ehre erteilen, noch einmal deinen Ritter, Kreuzrittersegen zu haben? Wir haben auch eben von einer Krankenschwester erfahren. Wille? War das vielleicht mal als Krankenhospiz hier, als Krankenstation genutzt? Kannst du uns etwas zu 1800 sagen? 1836 vielleicht? Bitter. Oh. War die Zeit bitter? Ich weiß es nicht genau, gab es da. Ich weiß jetzt nicht, jeden kleinen Krieg, den die Fürsttümer da irgendwie miteinander hatten, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Müsste man vielleicht mal nachgucken. Aber die Burg wurde ja nicht umsonst gebaut, ne? Muss ja irgendeinen Nutzen gehabt haben. What the fuck ist Alter! Das war jetzt krass. Ja, wir sind Andersweltforscher. Wir sind Geisterforscher. Und wir suchen den Kontakt mit der Anderswelt. Und weg ist er. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich könnte das noch lesen. Das steht da nämlich auch. Das hat man gehört. Ja, ihr habt also, wer das nicht gehört hat. Das war klar und deutlich ein kompletter Satz. Warum vielen Dank auf jeden Fall für diese vielen Rückmeldungen. Und ihr könnt ja mal sagen, was ihr haltet von diesem Video und was ihr von Geistern oder Anderswelt überhaupt haltet und könnt mal unter dem Video kommentieren. Ja, ich würde sagen, war es wieder eine spannende Sache hier. Haut rein. Spannender Abschluss. Die Geisterwelt ist nicht immer berechenbar und wir können keine Energie zwingen, in den Kontakt mit uns zu gehen. Doch manchmal passieren einfach Dinge, die so unglaublich sind, dass wir froh sind, dass gerade die Kamera läuft. So entstehen Momente, die so unglaublich wichtig sind, wie in dieser Folge, die wohl zum Jahresende zu einer der wichtigsten Folgen des ganzen Jahres geworden ist. Es ist wohl nicht gelogen, wenn ich sage, dass diese Folge die gesamte Geisterforschung erschüttern wird. Ja, es freut uns, dass du uns gerne Kontakt mit uns aufnimmst.
Doch, wir haben Zeit, wir können warten. Wenn du nicht genug Energie hast, kannst du auch welche von den Batterien aus den Geräten nutzen. Nur nicht von uns. Ist denn noch eine Person hier? Ja, danke. Wir sind hier oder so? Keine Ahnung. Wie viel seid ihr denn? Konnte ich jetzt nicht verstehen? Acht oder so? Haltet euch jetzt gut fest, denn jetzt kommt eine mega Rückmeldung. Eine direkte Befragung an die Präsenz, das K2-Gerät zu berühren. Dieses Gerät ist praktisch das Standard-Toolkit eines jeden Geisterteams und nimmt elektromagnetische Energie wahr. Also solltet ihr jetzt noch keine Chips oder anderen Knabbereien haben, macht besser Pause und besorgt euch Nervennahrung, denn jetzt wird's richtig spooky. Seid ihr mehr als zwei, dann fass noch mal dieses Gerät an. Okay. Danke. Vielen Dank. Du kannst es auch wieder loslassen. Kannst du es einmal loslassen? Danke. Wir haben jetzt auch auf diesem Gerät hier gerade Präsenz bekommen. Bist du noch hier mit uns? Besuchen Sie mich. Ja, wir sind hier, um Sie zu besuchen. Und alle Seelen, die noch hier sind, an diesem Ort. Mein Name ist Mike. Stell mich erstmal vor. Ich bin Clarissa. Jäger. Okay, waren Sie ein Jäger hier in diesem Wald? Passt zumindest zur Umgebung auch. Ja. Krass, dass es wieder so passt, ne? Oder es gibt ja auch Feldjäger oder so beim Militär. Habe ich gerade auch gedacht, ja. Mein Sohn. War Ihr Sohn beim Militär? Liege ich da richtig? Töten? Also ich verstehe richtig, Sie sind ein Jäger und Ihr Sohn war beim Militär und hat getötet. Wahrscheinlich im Krieg. Ist das soweit richtig? Hier, wir haben ja auch ein Wärmegerät. Den können wir mal da rein. Können wir mal die Wärme mal nehmen. Und 0 Grad? Jetzt echt? Nee, oder? 9 Grad, der Laptop. Hier, guck du mal. Leuchtet mal da rein. What? Zeig mal hier die Kamera. Bisschen. Fokussier mal bitte da auf. 0 Grad im Bunker. Boah. Und wir haben hier... Vielleicht ist noch jemand im Bunker. Wie ist denn dein Name? Unheil. Okay. Was meinst du mit Unheil? Ist dir Unheil passiert? Da. Nein! Da. Nein! Warst du gerade auf der Kamera? Durften wir dich gerade sehen? Ist da, aber er will auch nicht wirklich. Du musst keine Angst vor uns haben. Wir wollen nicht dein Geld haben. Im Bunker. Ja. Wir wollen nicht dein Gold, Geld oder Orden. Wir wollen nur kommunizieren mit dir.
musst keine Angst haben. Du kannst deinen Schatz behalten. Wir sind nur Geisterforscher und würden gerne den Schreit. Oh, Hilfe. Was meint ihr denn damit? Warum sollten wir schreien? Oh Gott. So, jetzt kommt der Moment, der wirklich sehr erstaunlich ist. Und ich hoffe, ihr seid darauf vorbereitet. Da nun alles sehr schnell geht, möchte ich ein paar Dinge zum Verlauf erklären. Die Kinect muss unter Windows gestartet werden, damit die Treiber richtig laufen. Vor dem Wechsel zu Windows habe ich den Akku des Laptops noch einmal nachgesehen, ob der Wechsel nun auch noch wirklich lohnt. Und er stand bei 40%, was eigentlich für ein MacBook Pro noch sehr ausreichend ist. Während die Kinect läuft, könnt ihr sehen, dass der Akku keine Warnung gibt, noch das Symbol rot wird. Es steht also noch genügend Akku zur Verfügung, wie ihr auf diesem Standbild sehen könnt. Das Ganze ist nun sehr wichtig, denn nun könnt ihr gleich verfolgen, wie ein Wesen auf die Kamera zukommt und bei dem Erreichen der Kamera der Laptop komplett ausschaltet, ohne eine vorherige Warnung. Sowas habe ich selber noch nie erlebt und ich habe in unserer Gruppe gefragt, ob jemand dafür eine Erklärung haben könnte. Es ist ein wirklich extremer Moment, der totale Gänsehaut bei uns allen verursacht hatte. Und um auszuschließen, dass uns wieder ein Fake unterstellt wird, war bei der Aufnahme auch wieder ein Zeuge dabei, der aufrichtig bestätigen kann, dass hier nichts manipuliert wurde. Und wenn es wieder darum geht, dass es ja ein Zufall ist, dass gerade der Akku den Geist aufgibt, dann ist es schon ein sehr ungewöhnlicher Moment, als gerade ein Wesen auf die Kamera zugeht. Warum nicht früher oder später? Nein, an einen Zufall glauben wir nicht. Es ist ein eindeutiger Beweis, dass mehr existiert. Was ist jetzt? What? Was? Mach den Laptop an! Was ist jetzt? What? Was? Mach den Laptop an! Geht nicht. Nee. Ist weg. Alter! Hallo? Krass! Das hat komplett verabschiedet. Also ist gar ohne nicht. Scheiß. Das war jetzt krass. Das war jetzt so ein richtiger What the... Und schreien. Ein hartes Jahr mit dem ganzen Corona. Viele Familien leiden oder haben gelitten und sind immer noch... Wir wissen nicht, wie nächstes Jahr weitergeht. Viele Jobs, die gefährdet sind. Und auch mein Respekt an alle Eltern, die ihren Kindern in dieser Zeit Hoffnung spenden. In der Zeit, wo die Eltern wahrscheinlich selber nicht wissen, wie es weitergeht, ob sie vielleicht noch Arbeit haben nächstes Jahr und wie es alles aussieht. Darum wissen wir umso mehr zu schätzen, dass wir Leute haben, die uns finanziell unterstützen auf unserem Kanal. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Gerade in der schweren Zeit sieht man, wer dein Freund oder eben nicht dein Freund ist. Ja, und ja, das wollten wir einfach nochmal sagen. Wir wünschen euch wirklich eine schöne Weihnacht. Bleibt auf jeden Fall gesund auch. Ja. Wir werden Silvester vielleicht nochmal einen Stream machen, wissen wir jetzt noch nicht. Ansonsten, das muss ich überraschen. Ja, ansonsten wünschen wir euch auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, bleibt bloß alle gesund. Und wie gesagt, ihr könnt uns über die WhatsApp-Gruppe für Mitglieder, ist jetzt nur noch für Mitglieder, weil wir hatten leider viel Ärger damit. Und jetzt läuft das da wirklich sehr relaxed, wenn nur noch Mitglieder drin sind, die uns unterstützen. Ja, da ist auch nicht mehr so viel Nachrichten am Tag und so. Und das Ganze, alle Leute sind total entspannt. Ja. Auch nochmal diesen Leuten wünsche ich wirklich alles Gute. Ja, die WhatsApp-Gruppe ist jetzt wirklich so toll wie noch nie, finde ich. Und ja, wolltest du noch irgendwas den Mitgliedern loswerden? Ihr seid der Hammer. Jawohl. Auch vielen Dank für die vielen Geschenke immer, auch die und Bilder. Eben, genau, vor allen Dingen für die selbstgemachten Sachen, die wir zugeschickt bekommen haben, die anderen Sachen, die wir einfach mal so gespendet bekommen haben, Fotos, unseren Urlaubwagen, Postkarten. Bilder, Postkarten, einfach alles. Ja, und viele Briefe und so weiter. Ja. Ist wirklich immer toll, oft, wenn man etwas macht und dann, dass man so ein Feedback bekommt, ja, so eine Rückmeldung, dass man das nicht einfach auf YouTube lädt und irgendwelche anonymen Menschen das gucken oder so, sonst hat man dann direkt sieht, wer das guckt, ja, und wer sind den Leuten, die sich erfreut haben daran, die es zum Nachdenken gebracht hat und so, man kann das dann lesen und das freut einen dann wirklich, dass man was Produktives macht, was auch bei manchen Leuten halt wirklich ankommt. Ja. Und natürlich auch den
normalen HLP-Abonnenten. Ne? Also dem möchten wir natürlich auch richtig fettes Dankeschön an euch für eure Däumchen, die ihr uns gebt und die Klicks und Kommentare. Ja, wie gesagt, es ist hart und es ist nicht jeder hat Geld in der Tasche. Ja. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen und so weiter. Ja, darum auch für die viele Unterstützung, die wir von der Seite erhalten, in der Facebook-Gruppe, in den Instagram haben wir auch viel Meldungen und so weiter. Wir bedanken uns da wirklich ganz vom Herzen. HLP, ja, beste bei Community. Euch. Ja, wir haben jetzt auch die 16.000 vor kurzem geknackt. Auch. Also ich hätte nie gedacht, wo wir damals angefangen haben, dass wir wirklich so eine große Abozahl, so eine große Reichweite ja an Menschen erreichen. Weil wir sind einfach nur zwei normale Typen, ja, zwei Dudes, die dann da irgendwie in so ein Horrorschloss rumrennen und dann haben wir halt die ersten Geistergeräte geholt und so weiter, immer mehr aufgebaut. Wie gesagt, wir haben kein Management hinter uns, kein Casting-Team, wir haben keine Firma, nichts hinter uns, wir sind einfach ganz zwei normale Leute und es wird halt manchmal auch ein bisschen viel für uns. Und da möchte ich mich entschuldigen für die Leute, wo wir vielleicht negativ entgegengekommen sind. Aber schon drüber jetzt, ja, ist zu Ende, jetzt das neue Jahr kommt. Ich will nur das Beste hoffen, dass Corona endlich erledigt ist, dass die ganzen Ausgangssperren, entweder wird jetzt noch härter oder es wird sich auflösen. Ich vermute eher, wird noch härter. Ja. Aber da müssen wir echt zusammenhalten, alle zusammen durch, ja. Also nicht nur wir, ich meine alle ganz Deutschland, alle Leute müssen da wirklich zusammenpacken. Wir müssen echt mal die soziale Ader mal ein bisschen rauszeigen, ja. Alten Leuten vielleicht mal Vortritt lassen, Sitzplatz lassen. An der Kasse, wenn einer hinter mir steht, sage ich immer, komm Junge, geh vor mit dem einen Teil, ja. Einfach nur so kleine Freundlichkeiten machen vielleicht schon in sein Leben. Also vielleicht war der schlecht drauf und dann geht's dann wieder besser, weil er ein bisschen Freundlichkeit bekommen hat. Sollten wir uns vielleicht alle mal ein bisschen... zur Brust nehmen, dass wir einfach ein bisschen... Miteinander und nicht gegeneinander. Ja, dass wir ein bisschen besser mit den Mitmenschen und so weiter umgehen. Ja. Und dann müssen wir zusammen durch als ein Deutschland. Ich habe Vertrauen, dass... Ich weiß, man wird oft in eine Ecke gedrängt, aber ich glaube einfach in Deutschland, dass wir stark sind. Ohne irgendwelche politischen Sachen, ja. Ich glaube an die Menschheit ganz einfach und dass wir ein ganz tolles Land sind mit ganz vielen tollen Leuten. Und darum wollen wir der Welt zeigen, dass wir das drauf haben. Yeah! Groß neues Jahr! Oh, 14. Jahr? Jawohl. Halb Ehemann sieht uns nicht. Man sieht Halb Ehemann sieht er nicht. Mehr. So, vier Jahre die Bilder. Okay. Ich suche jedes Mal in die Kamera. Die ist irgendwo da. Ja, ist so geil. Wer geht gucken? Was ist bei euch? Ist bei euch was los? Knaller, Baller, Boller, Boller. Das wünsche ich, jawohl! Frohes Neues, jawohl! Schlaft alle gut, lasst uns die Erde an! Auch auf, wir sind jetzt bald 6 Stunden live, ey! Wir sind können einfach nicht mehr! Folgt uns weiterhin, wir müssen uns gleich Streichhölzer hier aufmachen. Ja! Danke, ganz viel Liebe, danke für die ganzen Spenden, frohes Neues. Alles top, tippitopp.